Er ist die Person, die man während der Schulzeit eigentlich nie sehen wollte. Das hat nämlich meistens bedeutet, dass man etwas ausgefressen hat und etwas nicht so gut gemacht hat. Mir freut es umso mehr, ist er heute Gast im SoTalk. Herzlich willkommen, Stefan Zumbrunn, Rektor der Kantonsschule Solothurn. Vielen Dank, seid ihr hier, hat euch Zeit genommen, Herr Zumbrunn. Könnt ihr das ein bisschen bestätigen, der erste Eindruck? Ist das so? Hat man ein gewisses Maß auch immer noch an Respekt oder Skepsis also einem Rektor gegenüber? Ich hoffe jetzt mal, es ist nicht Skepsis, die man dem Rektor gegenüber hat. Und wir probieren ja eigentlich flache Hierarchien zu leben an der Schule. Aber es hat natürlich schon etwas, wie dir sagen, dass man mit der Schulleitung, glaube ich, im Generellen nicht unbedingt gerne immer gerade Kontakt hat. Auf der anderen Seite hat es sicher eine Entwicklung gegeben, dass wir probieren, möglichst nahe bei den Schülerinnen und Schülern zu sein und auch die Anliegen ernst zu nehmen. Wenn ihr sagt, nahe bei den Schülern zu sein, können wir vielleicht gerade konkret darauf eingehen. Wie sieht eure Funktion so im Alltag aus? Tut ihr nebendran vielleicht auch noch unterrichten? Seid ihr sichtbar für die Schülerinnen und Schüler? Oder ist man da so ein bisschen abseits? Erzähl das ein bisschen. Wir haben jetzt zwei stufige Schulleitung. Das heisst, wir haben Konrektorinnen und Konrektoren, die sind vor allem für den pädagogischen Bereich und für den direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zuständig. Meine Aufgabe ist ein bisschen eher auf der strategischen Ebene der Schule zu sehen. Also ich habe weniger den direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Probieren den aber ganz bewusst ja zu suchen, dass ich nicht irgendwie eben weltfremd bin oder dass jemand an der Maturfeier plötzlich fragt, wer ist das, der da vorne steht und etwas sagt. Das äußert sich so zum Beispiel, dass wir ein Schülerinnen-Schülerparlament haben, wo ich mich regelmässig mit dem treffe, für Anliegen von ihnen können aufzunehmen, für den können zu diskutieren. Das zeigt sich auch in dem, dass ich in der Mensa präsent bin, dort sie mich jemanden ansprechen können, wie unkompliziert etwas ist. Also, das ist mal so für die Sichtbarkeit in dem Ganzen. Die Tätigkeit selber ist eine sehr starke Bürotätigkeit, sehr vielseitige. Das erklärt vielleicht auch, warum ich es schon seit 17 Jahren mache. Es sieht kaum einen Tag wie der andere aus. Es ist also sehr ein abwechslungsreicher Job. Kann anfangen über bauliche Verantwortlichkeiten, Kantonsschule Solothurn, die dringend saniert und erweitert werden aufgrund der Raumverhältnisse, die wir haben. Geht weiter über die Unterrichtsentwicklung, Schulentwicklung. Wir laufen im Moment mit der Strategie Kante 2030. Wo geht das her? Wo werden wir uns bewegen? Das sind so die Themen, die mich hauptsächlich beschäftigen. Und im Unterricht selber bin ich nicht mehr. Das ist das, was ich am meisten vermisse. Ja, das denke ich. Das ist auch häufig bei Lehrpersonen so, die irgendwie in die administrative Rolle auch wachsen, dass das ja so ein bisschen auch der Grund ist, wie man reinkam. Und da hat er plötzlich auch einfach wahrscheinlich zeitlich nicht möglich ist. Das ist der eine Teil. Also das Zeitliche ist ganz wichtig. Wir finden es aber auch wichtig, dass gerade auf der Stufe Konrektorinnen und Konrektoren der Kontakt noch da ist, der Unterricht auch in einem kleinen Mass meistens, aber einfach immer noch vorhanden ist. Und ich habe immer gesagt, wenn man in die Schulleitung wechselt, dann muss es einem wehtun, dass man nicht mehr so viel unterrichten kann. Dann ist man gut unterwegs. In dem Fall seid ihr sehr gut unterwegs, wenn ich das richtig gehört. Ich hoffe es. Genau, Stichwort Sanierung oder also Plan von der Kantonsschule. Das ist ja tatsächlich schon ein älterer Bau. Mir kommt es zwar davor, ja, wirklich als sei es gestern gewesen, aber es ist jetzt auch rund 20 Jahre her, als ich da war. Ich bin seither wieder ein paar Mal schauen. Es sind zwar gewisse Sachen sind, saniert worden, sagen wir mal, oder aufgefrischt, aber im Großen und Ganzen ist der Gebäudekomplex immer noch der gleiche. Oder? Wir haben hier ein paar Bilder, auch, wo man unter anderem den Park sieht. Wo ja sehr offen ist auch. Es hat immer, ich habe das immer geschätzt, dass es auch wie eine Art Naturnähe gibt. Und natürlich auch, ja, es hat gewisse Kunstobjekte drin, was eigentlich auch noch schön ist. Es lässt sich auch zum Erholen, Pause machen ein. Aber die hat auch konkret Grössenbedürfnisse angesprochen. Ist das so, dass einfach die Schule jetzt langsam auch zu klein wird, oder wie ist das? Ihr habt es angesprochen von eurer Seite her, das, was ihr erlebt habt. Tatsächlich ist baulich in den letzten 20 Jahren nicht mehr Neues dazugekommen. Natürlich hat man saniert, man hat überarbeitet, gewisse Räumlichkeiten angepasst, das ist klar. Aber wenn man denkt, dass dann zumal, wo das so fertiggestellt worden ist, der Naturwissenschaftstrakt erstellt worden ist, in der Baudokumentation gesagt worden ist, die Schule, man ist glücklich darüber, dass man die jetzt so gebaut hat. Sie hat jetzt endlich das Volumen für 1200 Schülerinnen und Schüler aufzunehmen.
Und Stand heute sind wir bei knapp 1900 Schülerinnen und Schülern. Und das zeigt, die Raumverhältnisse sind sehr eng. Man kann das auch einem anderen Beispiel zeigen. Wir haben ein bisschen eine traurige Premiere, die wir diesen Winter feiern. Wir haben das erste Mal die Situation in der Geschichte von dieser Schule, wo wir nicht für alle Schülerinnen und Schüler Turnhallen genügend zur Verfügung haben. Die werden während dem Winter draußen turnen müssen. Und das wird sicher Reaktionen auslösen, das sind wir uns bewusst. Und wir werden müssen Lösungen suchen. Es zeigt aber auch, wie dringend das ist, dass dort etwas passiert. Auf der anderen Seite, die ihr jetzt angesprochen habt, das Areal ist etwas Wunderschönes. Und wenn ich dort ein bisschen einen Bogen darf machen, vielleicht muss man sich ein bisschen fragen in der heutigen Zeit, warum ist das so ein schönes Areal? Also ich schätze die Kante extrem und ich glaube, viele tun das. Und man muss vielleicht zurückgehen, wo die Kante gebaut worden ist. In diesen 30er Jahren hat man die vom Ambassadorenhof rausgenommen aus der Stadt und an den Herrenweg aufplatziert. Mit einem riesen Aufschrei der Bevölkerung, was fällt euch jetzt eigentlich ein, die Schule aus der Stadt rauszunehmen und an den Stadtrand zu pflanzen? Es hat ja dann einen legendären Umzug gegeben von den Professoren, die es hatte. Die sind aus der alten Ambassadorenschule dann rausgelaufen, haben einen Sarg getragen und haben gesagt, jetzt wird Bildung beerdigt in diesem Kanton, wenn man dort hergeht. Und heute reden wir davon, das ist eine der schönsten Anlagen, die ich kenne. Also manchmal braucht es einen gewissen Weitblick, um dort auch können zu sehen, was passiert denn vielleicht in der übernächsten Generation mit der Schule. Und ich hoffe, dass wir da so werden haben, wenn es jetzt um die Sanierung von diesem ganzen Komplex geht. Das klingt hochspannend. Ich nehme an, konkretere Prognosen kann man jetzt aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeben. Sprich Standort, ob der wird bleiben oder je nachdem sogar das in Frage käme, dass man den wechseln wird. Es ist im Moment sicher ein Thema. Es gibt einen entsprechenden Regierungsratsbeschluss, der sagt, man soll die Frage prüfen, Machbarkeitsstudien erstellen. Da hoffen wir, dass relativ gleich mal Entscheidungen jetzt kommen und wir auch entsprechend vielleicht können Einfluss nehmen und unsere Ansichten noch reinbringen. Geld spielt sicher eine Rolle, Baumöglichkeiten spielen eine Rolle. Ich denke aber, die Pädagogik, das, was letztendlich drinnen passiert, das sollte auch eine wichtige Rolle spielen beim Entscheid. Kommen wir zurück ein bisschen von diesen ganzen natürlich auch politisch gefärbten Fragen zu eurer Rolle. Neben der administrativen Tätigkeit und eben natürlich der Gesamtverantwortung auch von dieser Schulleitung, habt ihr auch eine gewisse zeremonielle Aufgabe oder zeremonielle Aufgaben. Und wie das etwa aussieht, das können wir uns zusammengeschwingt anschauen anhand von einer Maturfeier, die ihr durchführen durften. Liebe Mature und Maturi, endlich, haben viele von uns in der Schule gedacht, findet wieder einmal eine Maturitätsfeier im für uns würdigen Rahmen statt. Angesprochen im Beitrag und man hat es auch so ein bisschen auf den Bildern gesehen. Es war eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Einerseits war man sicher froh gewesen, hat es nach der Pause, der Zwangspause überhaupt wieder so eine Feier gegeben nach Corona. Und auf der anderen Seite ist es schon noch ein bisschen im kleineren Rahmen gewesen, oder täuscht das? Nein, es war tatsächlich noch ein eingeschränkterer Rahmen gewesen, den wir hatten. Es waren Möglichkeiten gewesen, die wir einfach können nutzen bei uns in der Schule nutzen. Wir hatten ja eine Phase, wo wir die Feier, die ich als einen der schönsten Anlässe nicht nur für unsere Schule, sondern vielleicht wahrscheinlich für die Region überhaupt bezeichnen würde. Bisher immer in Zuchwil, in der Mehrzweckhalle stattgefunden, dann in der Eishalle, weil die Grössenverhältnisse nicht mehr gelenkt haben und so sehr heiss ist worden ab und zu. Und dann ist der Corona-Bruch mit den Feiern 20 und 21, wo wir im Schulhaus probiert haben, so gut wie möglich etwas zu machen und zu organisieren. Und sie jetzt, im 2022, das erste Mal in der Kiesofenhalle gewesen, auf dem Mattis-Holz-Areal, haben dort einen neuen Standort gefunden, weil das einfach räumlich noch ein bisschen besser ist und auch von den Sicherheitsbestimmungen her nachher besser ist für uns. Und für uns ist es wirklich der Anlass vom Jahr und ich glaube für viele andere auch. Genau, ja, das denkt man. Natürlich für die Maturantinnen und Maturanten in erster Linie auch, ist es der Anlass, wo man sich lange darauf freut. Man ist lange in dieser Schule auch. Was hat das für eine Bedeutung? Wieso ist es wichtig, dass man so einen, ja, einen festlichen Rahmen hat? Ich nehme so zwei Beispiele auf, gerne, das Ganze. Wir haben sehr häufig Rückmeldungen, wenn Ehemalige zurückkommen von der Uni abgeschlossen haben, dass sie sagen, ich weiss nicht, wie ihr das geschafft habt, aber das ist die schönere Feier gewesen, wie der Bachelor-Feier oder die Master-Feier. Und das ist uns wirklich ein Anliegen,
nochmal in einem würdigen Rahmen dort Abschied zu nehmen, auch von der Schule. Und eigentlich etwas mitgeben auf den Weg. Und das ist der zweite Aspekt. Für mich ist das ein feierlicher Anlass, es soll aber nicht ein moralinsauren Anlass sein, wo man nochmal allen ins Gewissen reden will. Es sollte eine gewisse Leichtigkeit haben und auch ein ab und zu schmunzeln zulassen. Das probieren wir eigentlich auch immer wieder reinzubringen und bleibt dann durch das vielleicht auch ein bisschen besser in Erinnerung. Das ist das Schöne daran, ich werde häufig wieder angesprochen in der Stadt, auch von Eltern, Grosseltern, die gesagt haben, das war so ein schöner Anlass und wir haben so gefreut, er können zu sein. Und das tut im Herzen gut. Genau. Natürlich im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern, erleben die das nicht einmal, sondern eigentlich alle Jahre wieder. Ich habe jetzt vorher kurz selber angesprochen, seit 17 Jahren bekleidet ihr das Amt. Was geht euch da durch den Kopf, wenn man da so zurückdenkt an die Zeit? Außer vielleicht der Schock, es sind wirklich schon 17 Jahre. Ja, es geht vieles durch den Kopf dort. Vielleicht als erstes Mal, dass das eine spezielle Situation ist, wenn man so lange im Amt ist. Wenn ich das richtig recherchiert habe, wird niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, im Moment der dienststellteste Direktor in der Schweiz. Das ist vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, dass ich das sehr gerne mache. Das ist das, was mir eigentlich spontan so durch den Kopf geht. Ich habe das mal so ein bisschen in einem Gespräch noch gesagt. Für mich ist es normal, wenn man mal nicht gerne geht, kann arbeiten. Aber ich habe noch nie eine Phase gehabt, das darf ich so sagen, in diesen 17 Jahren, wo ich sagen musste, jetzt ist es über eine längere Zeitspanne für mich eine Belastung, wo ich dort muss gehen. Es gibt viel Arbeit, es hat spannende Sachen. Aber ich gehe jeden Tag gerne in die Schule. Und ich probiere das auch den Leuten so zu zeigen und zu demonstrieren. Und das geht mir vor allem durch den Kopf. Es ist weniger die 17 Jahre als du. Genau, das ist ja schon das positive Zeichen. Gibt es gewisse Ereignisse, Momente, die rausstechen, wo dir finden, das war außergewöhnlich, das war vielleicht auch besonders schwierig oder besonders schön? Ja, wenn wir zeitlich zurückgehen, also ich glaube, die dynamische Zeit, die wir im Moment erleben, das ist eine Herausforderung für die Schule. Ich würde sie nicht als schwierig bezeichnen, ich würde sie wirklich als Herausforderung bezeichnen, weil die Schule, die gesellschaftlichen Strömungen, die wir haben, und dazu meine ich jetzt nicht nur Corona in Form von Gesundheit, sondern auch die Fragen von sozialer Sicherheit, von Solidarität, wieder vermehrt muss ich Fokus nehmen und sich um das kümmern. Und das finde ich spannend und das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, wir sind dort auch gefordert, etwas zu machen. Mhm. Und das finde ich einen schönen Teil, wo wir dort haben. Und dann sind es ganz viele Einzelerlebnisse, so Momente, wo man das Gefühl hat, mal, das ist etwas gut gelungen. Oder eine Reaktion von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das hat funktioniert. Ich probiere aber auch immer, nicht Einzelaspekte rauszunehmen. Für mich ist es so ein Gesamtbild, das vielleicht auch ein bisschen demonstriert. Es hat eben viel Freude, viel ab und zu ein bisschen Herausforderndes, manchmal schon ein bisschen Mühsames. Da könnte man vielleicht Klammern über Sparrunden machen, die dann wieder ein bisschen diese Herausforderung haben. Aber nicht so, dass man muss sagen, es wäre jetzt wirklich das Top-Ereignis gewesen, das man hat. Ja, natürlich, das ist einerseits eine diplomatische Antwort. Auf der anderen Seite verstehe ich das auch. Schwierig natürlich auch, einzelne Ereignisse aus so einer langen Zeit herauszugreifen. Trotzdem möchte ich kurz noch auf Corona eingehen, die ihr auch schon angesprochen habt. Muss man fast in dieser Zeit. Und hat ja auch für eure Schule grosse Auswirkungen gehabt. Ihr habt die ganze nicht gerade vom einen Tag auf den anderen, aber in sehr kurzer Zeit eigentlich müssen den ganzen Unterricht umkrempeln. Wie habt ihr das erlebt? Es ist sehr eine grosse Herausforderung und ich möchte an dieser Stelle wirklich mit einem Dank anfangen. Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, die das aufgenommen haben, dort reagiert haben, mit riesigem Einsatz reagiert haben, das war in keiner Art und Weise selbstverständlich und zeigt auch, wie außerordentlich die Situation dann war, dass man reagieren musste. Im März 2020. Es war wirklich fast von einem Tag aufeinander. Ich weiss, wir von den Schulleitungsmitgliedern sind am Nachmittag, Freitagnachmittag in diesem Sitzungszimmer von uns gesessen, haben Fernsehen geschaut, haben die Bundesratsmedienkonferenz gesehen und hören dort plötzlich und am Montag ist die Schule zu. Also es war nicht ganz so überraschend für uns. Dank meiner anderen Tätigkeit, die ich habe, habe ich gewisse leichte Vorinformationen gehabt, dass ein Trend dorthin geht. Darum haben wir auch den Schülerinnen und Schülern können sagen, nehmt doch vielleicht am Freitag ein bisschen mehr Material mit heim, für die, die schon gegangen sind, weder sonst. Aber dass wirklich so wie kommt, das hat schon überrascht, weil man hat sich das eigentlich nicht vorstellen können. Und dann hat es eine Phase gegeben, die ich wichtig gefunden mit meinen Kolleginnen und zusammen, dass man sagt, jetzt nicht vom Schulischen her noch mehr Druck aufzubauen.
Ich glaube, die Schule hat dort die Funktion gehabt, vielleicht ein bisschen, sage ich mal, da ist der Physiker, der durchschlägt, Druck aus dem Pneu rauszunehmen und einfach mal ein bisschen auch zu sagen, jetzt gibt es andere Fragen. Die Unsicherheit, das können wir uns heute kaum mehr vorstellen. Wir haben ja nicht gewusst, was die Krankheit macht. Mhm. Wir haben nicht gewusst, was passiert mit den Angehörigen. Mhm. Und die Schülerinnen und Schüler, die haben sofort auf solidarische Aktionen sind die losgegangen. Die haben sich engagiert, die sind einkaufen für ältere Personen. Und ich habe es wichtig gefunden, dass sie das können machen und der die Schule nicht auch noch zusätzlich Druck aufbaut. Mhm. Und das ist dann so mit dem Reflektieren über das Ganze, ein Jahr später, von vielen noch als Feedback gekommen, das hat man sehr geschätzt, dass man dort nicht noch gefunden hat. Und jetzt muss halt der Pythagoras und die Trigonometrie auch noch um zu verroden durchgeführt werden, sondern normal hat können es ein bisschen gelassener nehmen. Und das ist vielleicht das, was uns allen ein bisschen bleibt, die Gelassenheit und mit Unsicherheit umzugehen. Mhm. Und der zweite Punkt bei den Lehrpersonen, und da kann ich wirklich ein Kränzchen winden, wie schnell, wie unkompliziert, dass sie können wirklich auf die Situation reagieren konnten, welches Engagement das da gebraucht hat, das war wirklich grossartig. Gibt es hier Schlussfolgerungen oder Erkenntnisse, die man auch gewinnen konnte und die man jetzt vielleicht probiert, in Normalunterricht, sagen wir mal, mehr und mehr einzubauen? Es hat für uns ganz eine wichtige Entwicklung gegeben. Eigentlich zwei, aber die eine ist so naheliegend, die erwähnt niemand mehr. Die ganze Digitalisierung, ja. Der Anwendungsschub, der dort passiert ist, das ist klar, der ist natürlich passiert. Aber für uns viel wichtiger ist das, was auf der Unterrichtsebene passiert ist. Wir haben plötzlich gemerkt, warum kommt man eigentlich an die Schule? Das haben die Schülerinnen und Schüler gemerkt, das haben auch Lehrpersonen gut angefangen zu reflektieren. Und wir haben plötzlich gemerkt, Wissensvermittlung braucht eigentlich gar nicht eine Präsenz im Schulzimmer. Das kann man eigentlich auch außerhalb machen. Zwischen Schulzimmer, die Anwesenheit, die Präsenz, die ist dann wichtig, wenn eine soziale Interaktion stattfindet. Also dann, wenn irgendetwas zwischen den Personen passiert. Und dort haben wir angefangen und jetzt sogenannte Mischformen im Unterricht anbieten. Die Lehrpersonen können das anmelden, wo sie Unterrichtseinheiten gestalten und sagen, das sind Phasen, da müsst ihr präsent sein. Mhm. Da haben wir etwas, was passiert. Und jetzt kommen wir in eine Phase, da geht es um Wissenserarbeitung, das könnt ihr aber auch selbstständig machen. Dann haben wir auch nicht eine Präsenzpflicht bei uns im Haus. Mhm. Und das ist etwas, was von allen Beteiligten sehr geschätzt wird. Mhm. Und aus meiner Warte, ich habe es noch ganz anders erlebt, auch so ein kleiner, ja, wirklich ein Aufbruch, fast eine Revolution, wenn wir an das Thema Schule denken. Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass das vorher gegeben hat, so etwas. Es ist etwas Außergewöhnliches, ja. Und für uns aber auch wichtig, gerade im Hinblick auf ein Studium, das werdet ihr sicher auch selber erlebt haben, dann ist die Präsenzpflicht ja vielleicht nicht mehr ganz so hoch und man muss aber eine intrinsische Motivation haben, dass man dann gleich etwas macht. Und dort möchten wir ein Mosaiksteinchen dazu liefern. Absolut. Ja, sehr interessante Entwicklungen. Und ihr seid natürlich auch noch anders involviert in die ganzen strategischen Überlegungen. Ihr habt es vorher kurz angedeutet, ihr seid nämlich neben eurer Tätigkeit als Rektor von Kanti Solothurn auch noch seit gutem Jahr Präsident der Schweizerischen Rektorenkonferenz. Was kann man sich darunter vorstellen? Das klingt sehr wichtig. Es ist immer schön, Titel sind immer etwas vom ganz Schönen. Man muss sich darunter vorstellen, die Rektorinnen und Rektoren, die setzen sich, die 167, die bilden zusammen einen Verein. Das ist also eine ehrenamtliche Tätigkeit, die wir dort wahrnehmen. Ein Präsidium mit diesem Verein. Es ist aber so, dass das nicht gewerkschaftlich zu verstehen ist. Also unser Engagement, der Zweck von diesem Verein ist nicht, sich einzusetzen für die Rektorinnen und Rektoren, sondern für das Gymnasium und als Ganzes. Und in diesem Zusammenhang ist es die Aufgabe von dieser KSGR, wie sie abgekürzt heisst, sich auf der nationalen Ebene mit den Bildungsfragen auseinanderzusetzen, dort Einfluss zu nehmen und die Interessen des Gymnasiums wahrzunehmen. Und das ist eine der Hauptfunktionen, die ich dort wahrnehme. Also eben, das ist wirklich eine strategische Aufgabe. Dort tut man eigentlich diskutieren, wo will man hingehen mit dem Bildungsweg Gymnasium und wie muss man sich vielleicht eben auch der Zeit anpassen. Genau das, ja. Ja, wir haben es schon ein bisschen davon gehabt. Einerseits
natürlich zeitintensiv, die Aufgabe. Die haben es angesprochen, ehrenamtlich. Das heisst, da bekommt man also auch nichts dafür. ist jetzt das mehr eine Würde, wo man sich auch ein bisschen geehrt fühlt, wenn man in so ein Amt berufen wird? Oder ist es doch mehr vielleicht ein kleiner Bürde, wo man eben alle Mangel auch noch bewältigen muss? Ja, wie so häufig im Leben ist es natürlich beides. Die Bürde kann ich vielleicht von dem her anfangen, nicht der Arbeitsaufwand. Da habe ich dank einem fantastischen Team, das ich in der Schule habe. Und auch der grosszügigen Haltung, die der Kanton hat, der sagt, mal mach das, wir unterstützen das, dass du so etwas machst. Die offene Haltung, die ich da gespürt habe, die hat sehr geholfen dort drin. Die Bürde ist vielleicht eher, ein bisschen, dass man mit 167 Alpha-Tierchen muss probieren, einen Weg zu finden, wo der Verein eine Haltung haben könnte und welche Richtung das der könnte. Und die Würde ist natürlich schon da und man bekommt Einblicke in Entwicklungen. Man ist früher im Geschäft dran, ich habe es vorher kurz gesagt, bei Corona. Man hat vielleicht auch mal eine Information ein bisschen früher. Und das ist dann auch das Schöne, dass das wieder zurückspielt in die Schule und für den Kanton sicher auch interessant kann sein, weil man dann so gewisse Wege ein bisschen erahnen kann. Absolut. Man könnte in diesem Zusammenhang eigentlich auch von einem steilen Aufstieg reden, was euch angeht. Ihr habt nämlich ganz einen spannenden Werdegang. Ihr selber seid nie am Gymnasium gewesen. Jetzt eben Präsident von der Schweizerischen Rektorenkonferenz. Ihr habt nämlich den Weg gemacht über eine Berufslehre, Berufsmaturität und anschließend ein Studium in Physik. Was würdet ihr sagen? Ist das rückblickend ein Vorteil gewesen, ein Nachteil? Spielt es gar nicht so eine Rolle, wie das ihr dort angekommen seid? Bildungswege sind ja immer sehr individuell und bei den Biografien habe ich immer die Haltung, es ist keine wertvoller als eine andere. Also eine Biografie ist einfach eine Biografie und die nimmt man mal so mit. Und darum würde ich auch nicht sagen, es ist besser oder schlechter gewesen. Ich habe Mühe, wenn man in der heutigen Zeit ausspielt und sagt, Gymnasien nehmen die guten Berufsleute weg oder umgekehrt, Berufsleute macht es intensiv Werbung. Ich glaube, es braucht beide Wege und das ist das, was unsere Schweiz auszeichnet und die Stärke gibt. Also von dem her ist das für mich nicht irgendetwas, wo ich werte. Für mich selber hat dieser Weg absolut gestimmt. Aus diesen Verhältnissen, die ich bisher komme, ist das für mich sicher ein guter Einblick gewesen, dass ich zuerst mal die Berufswelt gelernt habe. Auch mal hat gelernt kennen, wie es ist, wenn man wirklich am Abend müde Hände hat und nicht nur einen müden Kopf. Und das war für mich wertvoll gewesen. Und kann ich sicher auch heute und in dieser Tätigkeit immer noch mitnehmen. Es hilft auch in Gesprächen, wenn man nachher mit Eltern beispielsweise unterwegs ist, wo finde ich, aber das Kind muss doch unbedingt das Gymnasium absolvieren, wo man kann sagen, ja, es gibt durchaus in unserem Land andere Chancen. Und dort hilft das sicher. Absolut. Wie ist es auf der Gegenseite, wenn ihr vielleicht mit Problemen oder Anliegen von Schülerinnen und Schülern auseinandergesetzt seid, hat das eine gewisse Anlaufzeit gebraucht oder ein Jahr für euch, ein Einfinden in den Alltag von diesem Gymnasium? Oder ist das sehr natürlich gegangen, sehr fließend gegangen? Ja, ich bin jetzt unterdessen seit 30 Jahren im Kanton Solothurn als Lehrperson und ich bin schon während dem Studium als Hilfslehrer, hat das dann zumal geheissen, angestellt worden. Und durch die geringe Differenz im Alter zu den damaligen Schülerinnen und Schülern hat das natürlich geholfen, dass ich die Anliegen relativ schnell mitbekommen und auch den Weg kennengelernt habe. Und von dem her muss ich sagen, hat es mich nicht überrascht. Und im Übrigen sind Probleme, die eine Gymnasiastin oder ein Gymnasiast hat, nicht so völlig anders, wie das eine Berufsmaturandin oder Berufsmaturant hat. Also von dem her sind es Jugendliche mit ihren Sorgen, mit ihren Belastungen, mit ihren Fragen, die sie haben. Und dort gibt es keine grosse Differenzierung. Vielleicht können wir zum Schluss noch kurz einen Ausblick machen in die Zukunft. Wenn wir jetzt sagen wir 20 Jahre vorher schauen, was wäre euch ein Wunsch für das Gymnasium in Solothurn, wo das hingehen sollte? Das ist nur einer, das ist noch schade. Von dem her, es gäbe ganz viele Wünsche. Nein, ich glaube, ein Wunsch ist wirklich, dass wir das Bewusstsein, das wir jetzt für die Schule haben und den Stolz, den wir haben, weiternehmen. Auf dem, was wir kennen und auf dem, was wir wissen, aufbauen und immer offen sein, auch einen modernen Schritt können zu machen. Nicht in der Vergangenheit zu beharren, sondern wirklich immer wieder zu schauen, verändert sich eine Gesellschaft. Auch mal mutig sein, vorwärts zu gehen, etwas riskieren. Und ich glaube, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Und das wünsche ich mir für die Schule, dass sie das behalten kann, weil sie hat es nämlich schon. Das klingt doch aufgeschlossen, vielversprechend.
Und natürlich sind wir alle auch gespannt, wie das weitergeht. Ich denke, das Bildungswesen ist einer der Grundpfeiler in unserer Gesellschaft. Und ich habe mich sehr gefreut, seit ihr heute hier war. Merci vielmals für Ihren Besuch. Danke vielmals für die Einladung. Merci. Danke vielmals auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Sendung wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut. Ade miteinander.